In der Wetterau gehen alle Kinder wieder zur Schule. Hier in der Limes-Schule in Altenstadt hinter mir sind das 1200 Kinder in der kooperativen Gesamtschule. Und die Kinder strömen wieder in die Schule. Es ist fast ein bisschen wie früher. Wäre da nicht Abstand, wären da nicht die Masken. Da achten die Lehrer sehr drauf. Und die Kinder sagen mir, wir freuen uns sehr. Uns hat der Austausch gefehlt. Uns hat das Zusammensein im Klassenzimmer gefehlt. Und das sagt auch Schulleiterin Andrea Schubert. Denn gemeinsam im Klassenzimmer lernen ist etwas anderes als zu Hause allein vor dem Computer. Auch wenn der Unterricht per Video oder per Online noch so gut gestaltet ist, ich kann als Lehrkraft nicht in alle Gesichter gleichzeitig gucken, wenn es ausschließlich am Computer stattfindet. Und ich bekomme auch die Stimmung nicht mit im Klassenraum. Also es ist auch eine Sache des Erfühlens, wo die Schülerinnen und Schüler nochmal Hilfe benötigen. In der Wetterau wird ganz vieles möglich. Nicht nur, dass die Schule voll sein darf, sondern auch die Eltern haben wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten, sagt die Schulleiterin. Ja, ich finde, es ist ein ganz toller Tag. Ich freue mich, dass Pfingsten jetzt so anfangen kann. Trotzdem gilt Safety First, also alle AHA-Regeln und natürlich 2 Tests pro Woche pro Schüler.